Dies ist ein Film über eine Frau, die als Waisenkind in Frankreich aufwuchs, dann die Frau eines wohlhabenden deutschen Tabakhändlers wurde, dann eine Emigrantin und schließlich eine verlassene Ehefrau in den Randbezirken von Buenos Aires. Diese Geschichte erzählt von der Unschärfe der Erinnerung. Sie erzählt von der Suche nach den verborgenen Erinnerungen an Marie-Louise Chatelaine, meine Mutter. Eine Erzählung, die die Grenzen der Erinnerung überschreitet, von Frankreich nach Deutschland, nach Holland, nach Argentinien. Was passiert, wenn das Bedürfnis, Erinnerungen zu erzählen, einen anspringt? Wenn die Objekte eine Ordnung verlangen. Man muss nach einer Erzählung suchen, die die Erinnerungen in einen Kontext stellt. Man muss sich erinnern, um vergessen zu können. Dieser Film erzählt auch eine Familiengeschichte und die Freude und die Traurigkeit des Frauseins. Thank you.